herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, mein heutiger Gast ist in der Nähe von Wien zugeschaltet und es ist die Claudia Hümpel. Claudia, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, Christoph, ich freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ich finde es schön, dass du hier bist und du bist ja Beraterin für die Mitarbeitergewinnung und den Teamaufbau. Gründerin und CEO der Headworks Personalberatung KG und eben in Wien auch. Und wir sprechen heute kurz über deine berufliche Entwicklung und natürlich auch dein heutiges Angebot. Und da speziell interessiert mich halt eben auch so diese Frage, wie wird man denn auch zum Wunscharbeitgeber für Mitarbeitende und Bewerber? Claudia, kannst du dich mal einfach ganz kurz vorstellen? Ja, also mit einem Satz, wenn ich mich vorstellen soll, dann kann man sagen, ich bin tatsächlich eine leidenschaftliche Visionärin. Und ich mache einfach die Arbeitswelt, oder das ist meine Vision, mein Traum, die Arbeitswelt zu einem lebenswerten und menschlichen Ort für alle zu machen. Das klingt sehr gut, wunderbar. Wie hat das Ganze mal begonnen? Was hast du mal auch gelernt oder auch studiert? Ja, das ist ganz lustig, das glaubt immer kein Mensch. Ich habe Mathematik studiert, Mathematik und Informatik, und zwar im vorigen Jahrtausend. Ich bin noch mit Assembler und Lochkarten groß geworden. Und habe dann auch erst eine wissenschaftliche Karriere angestrebt. Das heißt, ich habe in theoretischer Informatik promoviert und im Anschluss dann lange als Softwareentwicklerin gearbeitet. Das heißt, ich habe angefangen bei der SAP und bin dann für circa 15 Jahre in der Medienwelt gewesen. Ich komme ursprünglich aus Hannover, lebe jetzt hier im Süden von Wien. Und ich habe als Softwareentwicklerin gearbeitet, bin dann relativ rasch Entwicklungsleiterin geworden und habe die letzten Jahre meiner Angestellten-Tätigkeit eben auch das Unternehmen, das war ein IT-Dienstleister mit Software, also so ein Volldienstleister, habe ich dort die Geschäftsführung gehabt und ein Unternehmen mit 70 Leuten geleitet. Was machst du heute genau? Ja, heute zeige ich kleinen Unternehmen und Startups, vor allen Dingen natürlich im Tech- und IT-Bereich, weil da fühle ich mich nach wie vor zu Hause und verbunden. Ich zeige Ihnen, was Sie tun müssen, damit Sie genau die richtigen Mitarbeiter gewinnen und für sich begeistern. Das ist eigentlich das, was ich mache. Natürlich, du hast gesagt, meine Personalberatung gibt es jetzt schon seit 2013. Das habe ich damals mit einer Kollegin gegründet. Und wir machen natürlich auf der einen Seite klassische Personalberatung, also für Unternehmen Mitarbeiter gewinnen. Ich sage immer gewinnen, nicht unbedingt suchen, weil die muss man schon immer für sich gewinnen. Also wir sind als Botschafter der Unternehmen unterwegs. Aber auf der anderen Seite, und das ist das, was eigentlich immer stärker wird und was auch meine Leidenschaft ist, ist diesen vielen kleinen, tollen, coolen Unternehmen zu zeigen, was sie tun müssen, damit sie wirklich langfristig ein Top-Arbeitgeber sind, damit sie so the place to be, the place to work werden. Und eben damit einfach auch nachhaltig, erfolgreich und nachhaltig wachsen können. Und das ist weniger, als manche denken, was man da tun muss. Das ist natürlich dann schon sehr spannend auch zu hören, was man denn tun muss, um tatsächlich auch zum Wunscharbeitgeber zu werden. Ist ja nicht von heute auf morgen wahrscheinlich der Fall, oder? Ja, also ich sage immer, das fängt eigentlich bei der Haltung an. Es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Unternehmen und Unternehmen, mit denen man sich identifizieren kann, Unternehmen, wo man gerne für arbeitet, die aber einfach unbekannt sind und auch vor allen Dingen, glaube ich, sich selber ihre eigenen Stärken gar nicht bewusst sind, weil sie ihre Mitarbeiter nicht fragen, warum die eigentlich da arbeiten, was das Tolle daran ist, und das auch überhaupt nicht nach außen tragen. Und anfangen tut es eigentlich mit der Haltung. Also diese Haltung, du hast das bestimmt schon auch ganz oft gelesen auf irgendwelchen Webseiten. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Allein wenn ich diesen Satz höre, kriege ich schon wirklich grüne Pickel, wo ich dann immer denke, na, da wollen wir mal gucken, ob der wirklich im Mittelpunkt steht. Oft ist der Kunde gemeint und weniger der Mensch im Unternehmen. Und viele vergessen einfach, dass sie ohne ihre Mitarbeiter nichts sind. Kein Geschäftsführer, keine Geschäftsführerin, keine Führungskraft ist irgendetwas ohne das Team. Und diese Haltung
auf Augenhöhe sich bewusst zu sein, dass das der Schatz ist, den man hat, mit dem man erfolgreich werden kann, mit dem man Produkte entwickelt, mit dem man die Kunden gewinnt, begeistert. Das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel für alles. Und natürlich etwas zu haben, ein Spirit, Produkte, eine Idee, mit denen sich andere Menschen identifizieren und dafür begeistern können. Nicht alle, sondern die, die man haben will, die genauso begeistert von den Produkten und von den Dienstleistungen sind, wie man selber auch. So, das gilt es eigentlich zu transportieren. Und das ist erstmal, ich sage immer weniger, als man denkt, aber für viele ist es wirklich so ein Perspektivwechsel im Kopf. Mhm. Aber wie gewinnt man jetzt so eine neue mögliche Haltung? Also kannst du ein Beispiel mal geben? Ich hatte gestern erst, das war total lustig, ich habe gestern mit einem Geschäftsführer geredet, den ich schon ganz lange kenne, mit dem ich schon öfter zusammengearbeitet habe, der jetzt so ein bisschen Umorganisation in seinem Unternehmen hat und ein neues Team aufbauen will. Und der macht viele Dinge schon intuitiv total gut. Das ist wirklich echt ein cooler Chef, für den würde ich auch gerne arbeiten. Also so. Und dann habe ich ihm ein paar Fragen gestellt, nämlich ich habe ihm tatsächlich diese Frage gestellt, warum sind die und die Mitarbeiter gegangen? Warum sind andere gekommen und warum kommen sie jeden Tag zur Arbeit und kommen begeistert zur Arbeit? Was schätzen sie eigentlich an der Arbeit bei euch? Warum sind sie gerne da? Diese Fragen stellt sich kaum jemand und stellt schon gar nicht diese Frage den eigenen Mitarbeitern und den eigenen Mitarbeiterinnen. Das finde ich, wo ich so denke, ja, aber das ist doch das Einfachste von der Welt. Ich gehe einfach mal rum und frage das mal. Und das ist wirklich diese offene Kommunikation und das auch, ich will nicht sagen einzufordern, aber als Angebot. Das wird von jetzt auf gleich sich nicht unbedingt verändern, wenn jemand nie solche Dinge angesprochen hat in Führungskräfte in ihren Gesprächen, dann wird das am Anfang vielleicht nicht so ganz funktionieren. Aber wirklich mit ehrlichem Interesse zu fragen und bereit zu sein, auch zu sagen, und was findest du blöd hier? Was würdest du dir wünschen? Was brauchst du, damit du noch besser arbeiten kannst? Ja. Okay. Das heißt im Prinzip auch im Verkauf ist ja auch so, dass man entscheidenderweise auf die Wünsche der Kunden auch eingeht oder wirklich die auch nachfragt. Genauso ist natürlich hier Kunde, kannst Kandidat, kannst Mitarbeiter sagen. Das heißt, ja, du gehst auch da auf die Wünsche deiner Kundschaft, in dem Sinne auch deiner Mitarbeitenden auch ein. Das ist super. Aber das heißt, die Haltung fängt natürlich dann oben an. Das heißt, wirklich auch in der Geschäftsleitung muss das ja transportiert werden, oder? Also das ist ja so dieser Satz, der Fisch fängt immer vom Kopf an zu stinken. Und es gibt ja diesen Satz auch, Mitarbeiter oder ja, neue Mitarbeiter kommen zu Unternehmen und verlassen das Unternehmen wegen der Menschen dort, wegen der Führungskräfte. Und das ist immer so. Immer, immer, immer. Ich meine, klar gibt es ein paar Ausnahmen so von wegen, ich will mich nochmal verändern oder ich ziehe um der Liebe wegen oder was auch immer. Aber das ist immer so. Und wenn man es nicht schafft als Unternehmenslenker, will ich mal sagen, eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Mitarbeiter gerne kommen, gerne bleiben, loyal sind, sich sicher fühlen, also wirklich diese Sicherheit haben, sich sicher, sich wertgeschätzt fühlen, dann wird man das immer haben. Und das kann man nur, also das ist für mich die Hauptaufgabe eines Unternehmers oder eines Geschäftsführers, dafür zu sorgen, dass man eine positive Arbeitsatmosphäre hat, dass Arbeiten Spaß macht und dass man wirklich gerne arbeitet. Und damit meine ich jetzt nicht Ponyhof und damit meine ich auch nicht, dass man sich nicht mal auseinandersetzt, damit meine ich nicht, dass man keine unpopulären Entscheidungen treffen muss und kann. Aber das wird jeder verstehen, wenn man immer dafür sorgt für Transparenz und für Offenheit und dass die Mitarbeiter sich sicher fühlen, damit sie wissen, was auf sie zukommt, welchen Beitrag sie selber leisten können. Es gibt ja diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, ja. Und es ist so, eigentlich ist es ganz einfach. Man muss da nur durchgehen und jeder Mensch wünscht sich diese Dinge und die guten Mitarbeiter, die guten Unternehmen erfüllen alle diese bis hin zur Weiterentwicklung. Das sind die Top-Arbeitgeber. Okay. Aber was mache ich jetzt, um da hinzukommen? Ich meine, wenn jetzt die Geschäftsleitung grundsätzlich bereit ist, auch ihre Haltung anzupassen, das muss ja mal gegeben sein, aber wie passiert das dann tatsächlich?
Naja, das ist eigentlich, also ich gehe da immer so vor, es gibt sowas wie so ein Fahrplan. Also ich gehe wirklich von diesem klassischen Recruiting-Prozess bis hin zum Onboarding und der Einarbeitung her und gucke, also mache so eine Bestandsaufnahme, okay. Das sind so, bei mir sind das so 8 Stufen, kann man noch aufdröseln oder auch zusammenfassen und guck mir jede dieser Stufen an und dann gucken wir drauf und sagen, es gibt ganz viele Dinge, die schon super laufen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass es da nicht keine guten Dinge sind, sondern viele Sachen werden nur einfach nicht transportiert. Das kann was ganz Kleines sein. Da kann man zum Beispiel auf die Webseite gucken, aus Bewerbersicht und stellt fest, was für eine langweilige Stellenanzeige, die finde ich in dieser Form 37 Mal. Was macht dieser Systemadministrator hier? Was ist da anders, als wenn ich zum Nachbarunternehmen gehe, zum Mitbewerb? Das ist das eine. Dann eben sich wirklich reinzusetzen, also diese Candidate Journey oder eigentlich Bewerber Journey, das ist für mich so ein Schwungrad. Es gibt so ein Modell aus dem Marketing, das nennt sich Flywheel. Eigentlich ist das mal gedacht worden für Kunden. Man kann in die Mitte Mitarbeiter stellen und dann guckt man sich die Touchpoints an, von denen kenne ich, das sind Menschen, die kennen das Unternehmen noch gar nicht, bis hin zu Mitarbeiter werden und dann hinterher Fan. Also im Sinne von, das sind die besten Mitarbeiter, die dann einfach ihr Unternehmen weiterempfehlen. Und diese Punkte kann man sich alle angucken und kann sagen, okay, was ist schon gut? Was lassen wir so? Wo müssen wir dran arbeiten? Was sollten wir besser machen? Und da muss man die Mitarbeiter schon auch mit dazu nehmen. Das scheint jetzt doch der kritische Punkt zu sein. Das heißt, die Integration, die saubere, transparente Kommunikation, das muss dann auch gelebt werden. Dann kann es auch funktionieren. Ja, das ist so der Grund, weshalb ich eigentlich gerne mit kleinen Unternehmen oder auch Startups arbeite, weil ich meine, ich habe selber auch natürlich Konzernerfahrung. Ich habe lange Jahre im Konzern oder in einem Unternehmen gearbeitet, was sich dann zu einem Konzern entwickelt hat. Und das hat gute Gründe, dass ich dann nicht mehr arbeite. Ich glaube, ich bin nicht so ganz konzernkompatibel und ich bin auch bei meinen Kunden nicht konzernkompatibel. Das muss man auch ganz klar sagen, weil mir dauert das alles viel zu lange. Ich verstehe, warum bestimmte Strukturen da sind und so weiter, aber manche Dinge dauern mir einfach zu lange. Das ist schon so, weil ich habe zum Teil auch, ich bekomme das auch hier mit von größeren Unternehmen, also eben Konzernen, und da wird einfach mal entschieden und dann kommt eine ganze Führungsriege, wird dann ausgetauscht und dann ist das, was aufgebaut worden ist, die Mitarbeitenden sind ja immer noch da. Die müssen in eine komplett neue Richtung gehen, verstehen das dann nicht, das ist wirklich schwierig. Deshalb denke ich auch, in einem kleineren Unternehmen ist das viel einfacher, das auch sauber auch zu entwickeln und auch langfristig, auch nachhaltig zu entwickeln. Und es geht schneller, weil es geht jetzt nicht darum, von jetzt auf gleich alles zu verändern oder so, sondern es geht ja auch darum zu gucken, was ist gut. Und da lohnt es schon, sich eben wirklich auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammenzusetzen und, was ich vorhin gesagt habe, sie zu fragen, ja. Und mit so einem kleinen Fahrplan oder eben diesem Flywheel und diesen Touchpoints kann man das wirklich ganz gut analysieren. Und wie gesagt, manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die man am Prozess ändern muss oder auch an der Art und Weise, wie man Interviews führt zum Beispiel. Also manche führen Interviews noch wie vor 40 Jahren. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Wo ich dann denke, oh, kein Mensch weiß, wie die Welt in 5 Jahren aussieht. Im IT- und Tech-Bereich schon mal gar nicht. Ja, das ist eine Frage, wo ich denke, ja, kann man stellen, kann man aber auch sein lassen, ist verschwendete Zeit. Deine Zielkundschaft, habe ich das jetzt richtig verstanden, sind vor allem jetzt Startups, kleinere Unternehmen, oder wer profitiert jetzt sozusagen auch von deinem Angebot? Genau, also vor allen Dingen kleine Unternehmen, und mit klein meine ich tatsächlich angefangen von, wir stellen mal die ersten Mitarbeiter ein, bis so 100 ist schon viel. Also eigentlich profitieren am meisten die Unternehmen, die eigentlich auch noch gar keine professionelle HR-Abteilung haben, weil ich selber sehe mich gar nicht als HR-Expertin. Ich komme ja aus der Technik, ich komme aus dem operativen Geschäft. Ich habe lustigerweise, das ist irgendwie so unwillkürlich drin, ich habe immer sofort, wenn ich irgendwo reinkomme, sowas wie die in Anführungsstrichen Geschäftsführerbrille auf, so im Sinne von, okay, wie sieht denn das hier so aus? Seht so die gesamten Prozesse, das ist irgendwie so in mir drin. Und davon profitieren natürlich auch meine Kunden, weil ich einfach ich habe auch als Projektmanagerin in Digitalisierungsprojekten gearbeitet und habe dadurch natürlich irgendwie so
nicht nur die HR-Brille auf, sondern tatsächlich diesen gesamten Blick und sehe immer das gesamte Unternehmen, an welchen Stellen man da ansetzen kann. Und ja, genau, und davon profitieren einfach eben auch meine Kunden. Sehr schön. Du hast ja auch eine sehr spannende Entwicklung, eine Karriere eigentlich da gemacht. Und da gab es sicher vielleicht auch Tipps von außen oder Erkenntnisse, wo du sagtest, Mensch, die fand ich jetzt für mich sehr, ja, erkenntnisreich und könnte die vielleicht an der Stelle auch gerne weitergeben. Gab es da etwas? Ja, das ist eine spannende Frage, wo ich tatsächlich irgendwie so erstmal irgendwie auch drüber nachdenken muss. Aber eine Sache, und das ist das, was mich bis heute begleitet und was eigentlich auch so meine Haltung zum Thema Führung und Leadership ist. Das war nicht mein erster Chef, aber mein zweiter, der auch mich sehr gefördert hat, hat mal zu mir gesagt, man wird nicht Führungskraft, weil man zur Abteilungsleiterin befördert wird oder so etwas, sondern man muss sich das verdienen. Und zwar bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen dich zur Führungskraft und eigentlich zur Leaderin. Und das ist das, was mich bis heute prägt. Das ist irgendwie so diese Haltung, die mich bis heute prägt. Ja. Und es war für mich das allergrößte Kompliment, als ich mein Unternehmen nach vielen Jahren verlassen habe, dass alle, ausnahmslos alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, dass sie das total bedauern. Und ich habe zu vielen noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Und einige mir gesagt haben, dass ich die beste Chefin gewesen bin, die sie je in ihrem Leben hatten, bis heute. Und das ist irgendwie so etwas, ich war bestimmt keine einfache Vorgesetzte, ganz sicher nicht. Also weil ich liebe Klartext und manchmal spreche ich auch schneller, als dass ich denke. Da kommt dann manchmal was raus, wo ich dann wieder sage, sorry, von der Sache war es richtig, vom Ton war das jetzt aber überhaupt nicht gut. Aber trotzdem, und das das ist bis heute etwas, was mich total mit Dankbarkeit erfüllt. Der Steve Jobs hat ja auch schon gesagt, find your purpose. Was würdest du sagen, was ist so deine Berufung, deine Bestimmung? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, eingangs, dass ich mich selber als leidenschaftliche Visionärin sehe. Und meine Vision ist es tatsächlich, dass jeder in der Arbeitswelt den Platz findet, wo er genau hingehört und wo er sagt, hier bin ich mit meinen Talenten, mit meinem Potenzial, hier kann ich genau das bewegen, die Welt zum besseren Ort machen. Und es ist wirklich das, was mich antreibt, Menschen ihre Möglichkeiten aufzuzeigen, ihre Potenziale. Und ich könnte jetzt natürlich irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie Karrierecoach oder so etwas und zeige Leuten, wie sie ihre Berufung finden oder so. Aber ich denke halt irgendwie, der größere Hebel ist bei den Unternehmen, weil mein Wunsch ist, dass Unternehmen zu großartigen Orten werden, wo großartige Menschen großartige Arbeit leisten. Und das da dran mitzuwirken, das ist so das, was mich jeden Tag aufstehen lässt. Wunderbar, ganz, ganz toll. Gibt es auch irgendwelche Programme, Apps, Internetressourcen, gehe ich mal bei dir stark davon aus, ja, dass du da einiges nutzt, wo du uns auch da an der Stelle weiterempfehlen könntest? Ja, ich bin ja so ein Digital Immigrant von meiner Generation, aber also ich arbeite tatsächlich jeden Tag mit Zoom, Canva und Trello. Trello nutze ich für mich selber, um meine eigene Arbeit zu strukturieren, aber auch um Kundenprojekte zu strukturieren. Und ich habe ja so seit circa einem Jahr mache ich ja Livestreaming auch auf LinkedIn, Facebook und YouTube. Und da habe ich so meine Vorliebe für Streaming-Software entdeckt, habe bis vor kurzem mit StreamYard gearbeitet, sehr, sehr gut, und bin jetzt zu Melon gewechselt. Und das kann ich einfach nur empfehlen. Das ist melonapp.com. Wirklich cool, kann man total viel mitmachen, aber auch StreamYard ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Streaming ist so einfach geworden, Livestreaming, und das ist auch eine coole Möglichkeit, ein cooles Format für Unternehmen, um zum Beispiel das Fenster zu öffnen in ihr Unternehmen und einen kleinen Einblick in die Arbeitswelt, in die tägliche, echte Arbeitswelt zu ermöglichen. Genau, vielleicht auch für die, die das nicht genau wissen, kannst du den Unterschied vielleicht kurz darstellen zwischen Zoom, was wir jetzt auch nutzen, und eine Streaming-Software? Ja, eine Streaming-Software ist, also ich kann auch über Zoom live streamen, da muss ich aber so ein bisschen ein paar Schnittstellen und ein bisschen Infrastruktur aufbauen, damit das funktioniert. Und eine Streaming-Software ist so, dass die automatisch
ganz viele, also die Streaming-Softwares, die ich nutze, automatisch ganz, ganz viele Funktionen schon mitbringt und das im Prinzip direkt von dieser Streaming-Software übers Internet eben funktioniert, ohne dass ich jetzt hier irgendwie auf meinem Rechner, also das kann ich tatsächlich machen, ohne Ressourcen auf meinem Rechner zu verbrauchen, außer dass ich natürlich eine Kamera haben muss oder so etwas. Gibt es auch Bücher, vielleicht auch Hörbücher, die du empfehlen kannst? Ja, das ist immer so schwierig. Ich lese total gerne, wobei ich eben auch inzwischen Hörbücher für mich entdeckt habe. Aber gerade so im Arbeits- oder im fachlichen Kontext kann ich empfehlen, weil wir darüber gesprochen haben, von Martin Geht, Mythos Fachkräftemangel. Dieses Buch ist schon 8 Jahre alt und das Grauenvolle daran ist, es ist nach wie vor noch genauso aktuell wie für die meisten Firmen, noch genauso aktuell wie vor 8 Jahren. Er hat inzwischen ein neues Buch geschrieben, aber das ist tatsächlich, ja, wirklich empfehlenswert. Und Ich habe ein Buch entdeckt, wo ich gedacht habe, wenn ich das früher entdeckt hätte, das hätte mir ganz, ganz viel in meiner persönlichen Entwicklung weitergeholfen, auch als Führungskraft. Das ist nämlich von Jens Korsen, der Selbstentwickler. Das habe ich tatsächlich erst vor einem halben Jahr entdeckt und seitdem liegt das hier bei mir auf dem Schreibtisch, weil ich da immer wieder reingucke. Für mich selber, aber auch jetzt in der Beratung oder im Coaching mit anderen. Das ist einfach ein ganz, ganz großartiges Buch, was auf ganz unaufgeregte Weise unglaublich tiefsinnige und tiefgehende Erkenntnisse vermittelt. Und was ich tatsächlich auch empfehlen kann, weil das war jetzt für mich, das habe ich erst letzte Woche entdeckt, das war für mich letzte Woche tatsächlich der Gamechanger. Ich war bei einem Vortrag von Sigrid Tschiedl, das ist eine Speakerin und Trainerin hier in Österreich, die bei ihr geht es vor allen Dingen um Werte, wie man mit Werten arbeitet, mit Werten wirkt, Werte geben Orientierung. Und dieses Buch heißt Wert sein, mit Werten wirken. Das ist wirklich ein richtiges Arbeitsbuch für sich selbst und vor allen Dingen auch kann man total gut einsetzen im Unternehmen oder in der Zusammenarbeit. Auch zum Beispiel beim Karrierecoaching kann man das auch wunderbar einsetzen. Großartig. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich möchte wahnsinnig gerne mal mit der Claudia Hümpel mal Kontakt aufnehmen, wie macht man das am einfachsten? Am schnellsten geht es auf LinkedIn natürlich, da bin ich relativ präsent. Aber ich habe also die Headworks-Seite, das ist headworks.net, das ist im Prinzip die Seite von unserer Personalberatung. Natürlich bin ich darüber erreichbar, aber mehr über mich und auch zum Beispiel diese Interviews, die ich geführt habe und so, findet man auf meiner Webseite claudiahümpel.com. Da kann man sich auch so ein bisschen was runterladen. Ich habe da was aufgeschrieben, so ein kleines E-Book gemacht, was ich vorhin erzählt habe, dieses mit dem Flywheel und wie eigentlich so dieser Prozess ist. Aber am schnellsten, wenn man mit mir Kontakt aufnehmen möchte, einfach LinkedIn, eine Nachricht. Das geht am besten, am schnellsten. Claudia, vielen, vielen herzlichen Dank für das ganz tolle Gespräch und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß auch in Wien. Dankeschön, Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total Spaß gemacht. Du bist ein großartiger Gastgeber. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.